Trägt deine Figur langes Haar? Ja. Oh lol! Was? Leute, wir werden jetzt unsere Figur, also quasi unser YouTube-Kanal, herausfinden. Oder gucken, ob es geht. Und dieses Swag. Das habe ich noch nicht auf dem PC gemacht. Wähle die nächste Spielethematik. Figur Tieren. Ja, Figur, ne? Klar. Ist deine Figur weiblich? Nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Also ich glaube, ich existiere schon, oder? Ich glaube schon, ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja, bekannt nicht, aber ich mache ja YouTube, ne? Deswegen. Ja, Gamer sind wir, oder? Ich glaube, wir sind Gamer, Leute. Ich glaube, let's go. Ja, Minecraft-Videos, aber das ist ja oft gefragt, ne, in Minecraft. Gehört ihre Figur zum Freedom Squad? Nee, nee, nee. Edgar? Nicht, nee, nee. Spielt deine Figur Black Metal? Was? Minecraft Let's Player? Gamer und er spielt Black Metal? Ich glaube nicht. Roblox? Nee. Spielt deine Figur bei Minecraft War 4 mit? Nee, 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 nee. Ist deine Figur mit einem Hund befreundet? Ich habe keinen Hund. Nee, nee. Mag deine Figur Nudeln? Ich bin nicht Taddle, aber... Ja, also wie soll man das wissen? Wahrscheinlich. Hat deine Figur am 1. September Geburtstag? Nee, 15. November, Leute. Hat deine Figur eine Brille? Eine Brille, Leute? Nee. Nee, nee. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Nee, lange nicht. Kommt deine Figur aus Königs Wusterhausen? Wo ist denn das? In Brandenburg. Ah ja. Nö. Also da schon mal nicht. Schaut deine Figur gerne Harry Potter? Ich hasse Harry Potter. Haben noch nie, obwohl ich habe eine Folge oder einen Film gesehen, aber ich feiere sowas nicht. Ist deine Figur gelb? Hä? Ist deine Figur gelb? Hä? Ist es nicht übelst rassistisch? Oder ist mit gelb zum Beispiel der Minecraft-Skin genannt? Oder ist mit gelb jetzt zum Beispiel, man sagt ja klischeehaft, sogar gelben Japaner oder so, ne? Ist es damit gemeint? Oder Skin? Hä? Ist es nicht rassistisch? Hä? Wieso schreiben die nicht, ist deine Figur... Akinato Rassist. Hey, wieso schreiben die nicht, ist deine Figur... Keine Ahnung. Aber nö. Beides nicht. Ist deine Figur älter als 100 Jahre alt? Nee, gut. Was ist das für eine Frage, Alter? Fährt deine Figur Berg Rally? Nein, Dude. Ist deine Figur älter als 18 Jahre alt? Ja, das Ding ist, ich bin schon 18. Aber älter als 8. Ist es älter als 18? Ja, eigentlich. Eigentlich ja. Besitzt deine Figur einen Laptop? Nö. Ist deine Figur kleiner als 1 Meter? Hä? Nein. Hat deine Figur einen Minecraft-Kanal? Ja, haben wir schon beantwortet. Ein Minecraft-Server? Ja, wir hatten einen Server. Aber hat deine Figur? Nee. Nee. Kann man nicht. Aber wir hatten. Spielt deine Figur Minecraft Skywars? Ja. Oh ja. Nebelnick. Ja, ich sag mal so, vom Skill her kann das gut passen. Aber ich bin nicht Nebelnick. Nee. Fortfahren? Ja. Ist deine Figur aus Mystic Messenger? Was zur Hölle? Nein. Benutzt deine Figur Facecam? Ja, ich glaube, ihr seht mich schon, ne? Hat deine Figur Snapchat? Nee. Ich hab's noch nie gehabt. Aber ich hasse sowas. Spielt deine Figur bei Hide and Seek mit? Nö. Ist deine Figur in Minecraft Titan dabei? Nee. Aber was mich triggert, sind diese Fragen, wenn ein Fragezeichen zwischen den letzten, das letzte Wort einfach so ein Leerzeichen dazwischen ist. Das triggert mich abnormal, ne? Das ist einfach nicht richtig. Wieso kann man? Aber nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Eine Glatze? Ich glaube nicht, dass wir eine Glatze haben, Leute. Zockt deine Figur Fortnite? Nö. Habe ich aber mal. Trägt deine Figur einen Bart? Ja, aber das sieht man halt nicht so krass, ne? Das sieht man nicht so krass, oder? Ein bisschen. Schau hier zum Beispiel, hier sieht man es ein bisschen, aber... Ja, das ist halt nicht so krass, ne? Ja, wahrscheinlich machen wir mal. Ist deine Figur... Das sind wir nicht. Über 19 sind wir nicht. Älter als 20 sind wir nicht, ne? Ist deine Figur YouTuber? Ja, I guess, keine Ahnung. Hat deine Figur einen Bart? Ja, wahrscheinlich. Hat deine Figur eine besondere Beziehung zu Weihnachten? Keine Ahnung, was für eine besondere Beziehung. Ist halt Weihnachten, ne? Keine Ahnung. Alter, zum dritten Mal kommt, trägt deine Figur einen Bart. Junge! Macht deine Figur Fortnite-Livestreams? Nee, machen wir nicht.
Älter als 12? Ja, sind wir. Trägt deine Figur eine Amazon-Brille? Nee. Trägt deine Figur ein... Schon wie? Vierte Frage! Junge! Ich mache jetzt ja. Weil ich glaube, wahrscheinlich wollen die nicht. Baut deine Figur gerne. Ob wir gut bauen? Oder wir gerne bauen? Ja! Ja, nee. Nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Baut. Nee, hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Ja, gut. Viele sagen, mein Skin ist ja so schildkrötenhaft. Und ich habe ja in Minecraft so einen. Ja, so ein Ninja Turtle-Gefühl-Skin, ne? Wenn das damit gemeint ist, dann ja, aber ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Aber schau, hier ist das Fragezeichen zum Beispiel clean. Direkt nach dem Wort hinten. Ohne Leerzeichen. Das soll so sein. Aber wieso es nicht immer so ist? Keine Ahnung. Aber ich sag mal ja. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Nee. Eine feste Freundin? Nee. F im Chat, Leute. Über 20 auch nicht. Teenage Mutant Ninja Turtles ist so. Trägt deine Figur langes Haar? Psych! Ja. Oh lol! Was? Was? Lol! Als ob! Tatsächlich, YouTuber, Minecraft-Spieler, PvP-Projektberichter, Turo-Teilnehmer, Facecam und Braun. Lol! Es hat actually geklappt. Lol. Leute, clap. Einmal clap. AGG. Es hat actually geklappt. Figur 8-mal gespielt. Jetzt sind wir das 8. Mal. Letztes Mal gespielt heute. Crazy, Alter. Crazy. Ey, wie viele Fragen waren das? Schon so 50 Stück, ne? Ha. Okay. Krass. Als ob wir uns beim Aki... Hä, das ist irgendwie krass. Das ist echt crazy. Aber Leute, wer hat das gemacht? Wer schreibt YouTuber, Minecraft-Spieler? Okay, das kann man vielleicht noch. Aber das ist ja auch nicht ohne Leertaste. Und dann hier. PvP-Projektberichter. Da steht nicht irgendwie Titan News oder Suri News oder so, sondern PvP-Projektberichter. Leute, das sind. Let's go. Okay, Turo-Teilnehmer. Wieso auch immer Turo-Teilnehmer da steht. Okay. Also ich habe einmal beim Turo mitgemacht. Einmal. Und das war mein allererstes Video auf diesem Kanal. Okay. Facecam. Wieso man auf Facecam schreibt. Like, wer war das, Leute? Ohne Spaß. Wer von euch war das? Wer hat das geschrieben? Und dann braune Haare. Das ist halt enttäuschend. Spieldetail ansehen. Ah, hier können wir alles sehen. Mhm. Ach so. Gegebene Antwort, erwartete Antwort. Ist deine Figur möglich? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Non. Wie non? Aber haben wir alles richtig gemacht? Ist auch interessant. Spielt deine Figur Black Metal? Wieso auch non? Also nein. Hier auch nein. Nein, nein. Non. Wahrscheinlich non. Nein, 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 nein. Ja, nein, nein. Ja, nein, ja. Ey, alles. Es stimmt alles 1 zu 1, gell? Nicht hier. Ist deine Figur YouTuber? Ja, non. Okay. Wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, non. Wahrscheinlich, ja, nein, nein, ja, non, nein, non, ja, ja. Oh, hier. Hat, okay. Hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Erwartete Antwort ist ja, ist nein. Aber wir haben ja gemacht. Das habe ich auch gemeint. Weil ich glaube nicht, dass es mit diesen Ninja-Turtles was auf sich hatte. Aber sonst alles richtig, gell? Wie viele Fragen waren das jetzt? Um die 50, glaube ich. Aber krass. Ja. Palm. Oh, lol. Ich kenne den sogar. Leute, ich kenne Palm LP. Und wieso bin ich hier zweimal? Hey, Palm LP, ich habe von ihm früher, so Varo Redstone-Dinger gesehen. Falls es der Typ ist. Der hat so Fallen gemacht, Palm LP. Er macht so Fallen, glaube ich. Ist es der? Die ersten Videos, warte mal kurz. Älteste zuerst. Ist es der Typ? Top Fallen, ich hab's euch gesagt. Top Fallen, das ist der. Palm LP. Lol. Das ist er, ja. Junge, krass. Crazy. Namen korrigieren, Frage hinzufügen, Spiel. Das war's, ne? Aber krass, finde ich cool, dass wir uns gefunden haben. Ist echt cool. GG.